Ja, willkommen hier bei Conan Exiles. Und es regnet und meine Klamotte wird nass. Ja, oh Gott, ich bin endlich errettet. Ich bin hier oben im Norden und jetzt kann ich endlich Ressourcen farmen. Ich kann es kaum glauben. Kann ich hier jetzt rausgehen, ohne auf die Schanu zu kriegen? Geht das? Ich habe gar keine Orientierung hier. Also in direkter Nachbarschaft war ich eigentlich relativ sicher gewesen und das, was da an Dackeln rumgelaufen ist, habe ich eigentlich alles zerschossen. Ich glaube, gegen einen Dackel komme ich gut an. Ich sammle mir jetzt erstmal ein bisschen Stein hier. Was hat jemand, der im Dreieck läuft? Dreiecken? Mein Hut, der hat drei Ecken. Drei Ecken hat mein Hut. Und hält er nicht drei Hecken? Hecken? Ecken. So wäre er nicht mein Hut. Oh nein. Unit, hilf mir. Ich bin fertig mit den Nerven. Ich will nicht mehr sterben. Oh, da ist ein Karnickel. Hier wurde aber anständige Waldrodung betrieben. Kreislaufprobleme, oh nein. Kreislaufprobleme, oh geil. Super. Oh, ich bin so froh, dass du mich mit deinen Witzen erheiterst. Oh, das kann ich jetzt nach dem ewigen Sterben auch echt wirklich gut gebrauchen. Kreislaufprobleme. Oh, Danny, Mann, Bär. Bernie Bär, trink bitte ein für mich mit. Ich trinke ja keinen Alkohol, also kannst du gerne jetzt einfach nicht mehr trinken. Ich brauche das jetzt. Halt's Maul, du Scheißwolf. Du Tier! Ich habe ein Haar auf der Brust, ich bin ein Bär. Blödes. Da sind zwei Wölfe, ich gehe mal lieber weg hier. Bernie, nicht gegen, gar nicht gegen dich. Das war hier der braune Kacke, der mich ganz böse überrascht hat. Was ist der Unterschied? Nee, was ist die Entscheid zwischen Schule und Lidl? Was? Hä, was? Was ist der Unterschied zwischen Schule und Lidl? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Was ist der Unterschied zwischen Schule und Lidl? Lidl lohnt sich. Oh nein. Oh nein. Oh, ist der mies. Was ist der Unterschied zwischen Schule und Lidl? Ja, Lidl lohnt sich. Oh fuck, ey. Oh Mann. Oh, krass, ey. Was haben wir hier denn so für so... Oh, ein Ast. Das ist aber ein dicker Ast. Ja, kann man auch genauso gut einen Pfeil draus machen. Ja. Naja. Ja, nun. Oh. Bei den dicken Ästen ist es so, dass das meiste Frosch ist. Deswegen geht da genauso wie Holz draus. Aber die Base hier von Kappi ist ja echt hammer nice, ne? So, jetzt habe ich genug Steinchen. Jetzt hole ich mir noch. Warum ist hier eigentlich keine Tür drin? Achso, oh, ich bin ja am Murmeln. So, das ist mein Schrank. Schade, dass er da steht. Alles geben. Die Pfeile nehme ich aber wieder mit. Gegrillte Keule nehme ich auch mal sicherheitshalber mit. Äste, Samen. Samen im Darm. Nein, ich singe jetzt nicht von den Ärzten. So, und jetzt brauche ich noch mal meine Axt. Ja, so. Machen wir mal so. Hallo. So. Okay, wo finde ich denn jetzt hier noch nach dieser groben Waldrodung hier ein paar anständige Bäumchen? Was steht auf dem Grabstein eines Mathematikers?
3 mal 3 macht 4, wie, und 3 macht 9, la, keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Schön, ich hab den Baumstamm direkt auf den Kopf gekriegt. Oh, aber wenigstens bin ich hier oben einigermaßen sicher. Damit hat er nicht gerecht. Oh nein. Was steht auf dem Grabstein eines Mathematikers? Ja, damit hat er nicht gerechnet. Oh, wie mies. Oh, aber gut. So. Schön, dass ein Wolf. Ach nee, jetzt ist er ja auf der 3, ne? Weg. Da hole ich mir mal eben dein Fell, mein Freund. Ah, treffen muss gelernt sein hier. Komm. Ich brauche keinen Wolfskopf. Also die normalen Wölfe gehen mit 2 Schuss weg. Na, das ist schon weg. Oh, ich mache euch mal die Fackel an. Oh Gott, oh Gott. Da, wo ich gestorben bin, war das nah dran von dieser Base hier? Es war relativ nah dran, ja. Oh, wie nein. Oh nein. Oh nein. Ich hätte nicht fragen sollen. Es war... da, wo du gestorben bist, da unten an dem Wasserfall, hab ich mir überlegt, da würde ich vielleicht gerne so mein Eckchen inbauen. Weil eigentlich gleich direkt nebenan. Also ich werde definitiv nicht zu weit weggehen von der... Oh, da sind 2 scheiß Wölfe. Ich bin mal weg. Tschüss. So. Was steht auf dem Grabstein eines Uhrmachers? Deine Zeit ist abgelaufen? Ist das richtig, Newland? Seine letzte Stunde hat geschlagen. Ach Gottchen. Oh Gott, oh Gott. So, einmal kurzes Licht aus. Ja, ich weiß, dass ich überladen bin. Das ist mir schon klar. Das ist mir Kalaha. Kalaha. Fiedere lalalala. Was crafte ich denn jetzt mal? Erstmal Fundamente. Aber deine Zeit ist abgelaufen, ist auch geil. Ja. Ja, das war halt so das Erste, was ich dachte. Können die Viecher ja eigentlich in die Base reinlaufen? Theoretisch ja, praktisch sind sie, glaube ich, doch momentan zu blöd, um durch Türen zu gehen. Okay. Die heulen da draußen. Ja, wobei sie auch heulen, obwohl sie gar nicht da sind. So. Voll gruselig. Aber ich freue mich, dass ich ein anständiges Bett habe. Werkbank eines Rüstungsgeräts, eines Handwerkers. Ja, wenn sie nicht stört, dass du so ein plötzlich grobig gehobelten Wikingerbett schläfst. Also ich wollte schon was Eleganteres haben, deswegen habe ich mein eigenes Bett. Mir ist es so egal, in was für einem Bett ich schlafe. Hauptsache, ich habe ein Bett. Man schläft ja eh nicht da drin. Hörst du das? Ich schon. Hörst du, wie die abgehen da draußen? Der Schrank hier, Freunde. Ja, da sind meine Sachen drin. Können wir den auflösen? Nein. Der ist ungünstig platziert. Ich wollte hier eigentlich die Schmelzen platzieren. Ach, scheiße. Weil da sind noch so viele Sachen vor mir drin, ich weiß nicht wohin. Ja, ich brauche erst 9. Du, ich komme jetzt gerade mit. Ja, ich komme gerade mit Schwefel. Ich habe auch vorhin schon Eisen geholt. Also von dem her müsste das ja auch relativ zügig gehen, dass ihr ein
9 machen könnt. Weil es auch in Massen da. Kannst du dich noch einen ganz kleinen Moment gedulden, bitte? Ja, aber ich muss flüstern wegen meiner Freundin. Oh, das klingt jetzt böse. Nein, rein von der Stimme her klingt's böse. Also, pst. So. Ja, ich stehe jetzt hier im Dunkeln und im finsteren Tal und man sieht, glaube ich, so gut wie gar nichts. Komm am besten zurück. Ja, nee, tue ich nicht. Ich bleib hier stehen, weil hier, wo ich stehe, bin ich safe. Und ich weiß, ich habe etliche Hunde erlegt auf dem Weg in den Süden. Ich weiß aber auch, dass ich irgendwo einen Weißen ausgelassen habe und ich möchte nicht, dass der mich im Dunkeln angreift. Mhm. Jetzt kann ich aber auch hier nicht so viel machen, ne? Juhu, jetzt ist ganz dunkel. Hier im Norden ist es ja schrecklich in der Dunkelheit. Ja, im Dunkeln ist halt hier wirklich zappendüst. Richtig, richtig, Psycho. Tai, wie findest du denn die Base hier? Ich finde die super. Habe ich aber auch schon gesagt, meine ich. Ja, aber Kapsule kannst du nicht oft genug hören. Ja, ist auch völlig in Ordnung. Hab's nicht gehört. Also mir gefällt es hier wirklich sehr gut. Das Dach ist geil. Das ist nicht vorhanden. Naja, der Grub steht fürs Dach da. So, die Idee, dass das noch nicht vorhandene Dach erkennen lässt, ist gut. Oh, sei doch nicht so gemein jetzt. Ey, das war ein Kompliment. Also, solche Komplimente kriegt er noch nicht immer auf Arbeit, wenn er mal ausnahmsweise was richtig macht. Ja, also was das Bauen angeht, ein Kompliment vom Stefan, das ist fast wie ein, wie soll ich sagen, ein Zertifikat. Ich bin hier unten gestorben? Nee, wo bin ich denn gestorben? Nee, hier doch nicht, oder? Kurz oberhalb von dem Wasserfall. Also wenn du den... Ja, ich sehe das ja, aber hier. Den Fluss runter gehst oder runter guckst, dann da, siehst du den Wasserfall. Oh nein. Ja, alles klar. Oh nein, wie traurig. Also, wir hätten Kapschules Hütte schon sehen können, wenn ein paar Fackeln rundherum aufgestellt hätte. Oh nein. Halt still, du Scheißhüter. Viecher hier, ne? Oh. So. Wenn ich hierher gehe, werde ich definitiv einen Großteil durch die Wüste laufen. Das ist, Ja, komm her. Lauf gerade auf mich zu, du Scheißhund. Wie jene? Nein. Bin doch schon wieder fast da. Bis an der Stelle, wo du gestorben bist. Achso. Oh, meine Ausdauer. Ich will nur an die Steine, jetzt bleib mal stehen, dann du hässlicher. Oh, zwei weiße Hunde? Eigentlich ist er nicht hässlich, eigentlich ist er wunderschön, der Wolf. Dein Fell nehme ich mir mit. Hat jemand von euch Fasern mitgenommen? Im Schrank müssten noch welche sein. In einem von meinen beiden Schränken. Ah, genau. Einmal einmal der Schrank, den du loswerden willst, und einmal der neben deinem Bett direkt. Okay. Okay, das. Der kann doch überhaupt nichts, der dumme Hund. Das plündere ich, ganz frech. So wie ich bin, ganz frech. Mach doch. Oh Gott, erstmal Steine klopfen. Was war das denn?
Halt doch mal still, du blödes Kackviech. Krass. Eigentlich finde ich die Wölfe echt hübsch. Mann, jetzt trifft doch mal. So, noch ein paar Steinchen bitte. Und da muss ich gleich mal gucken, wo ich dann bauen möchte. Ich nehme mal noch ein paar Pflanzenfasern für dich mit. Jo, cool. Ich habe erfolgreich die Uni abgeschlossen. Günther, 52, Hausmeister. Oh nein. Oh nein. Gott. Feuerschalenkessel, genau. Schwefel. Schwefel. Schalabifel. Yep. Zack, ja, ich weiß, dass ich wieder überladen bin, aber es interessiert mich gerade sowas von peripher hier. So, 162 Stahlfeuer. 126. So, dann geht das Tee aus. Also es ist nicht Schwefel das Problem. Was? Hast du was abgerissen? Nee, ich baue etwas auf. Ach so. Dann fangen wir mal an. Wie kann ich noch mal? Ah ja. Ey. So. Jemand das auf die Nase haben? Wo ist denn er jetzt? Mann! Wieso treffe ich diesen Scheißfilter nicht? Haben wir noch Fasern irgendwo? Nicht, oder? Nicht wirklich. Mehr verstärktes Leder erforderlich. Wieso kann ich den... Ach du Schande. Verstärktes Leder. Na, ich baue hier absolut Scheiße. Ich voll und kaputt, aus Platzgründen. Mehr Seide erforderlich. Ich kann echt überlegen, ob ich mal kurz wieder zurückgehe zur anderen Base, um mein Dach zu reparieren. Oh, hier ist ein Stein! Yay! Hallo Stein! Was dann brauchst du denn, Stefan? Stahl, oder? Ja. Stahl und einen Reihe-Zimmermann. So, hol ich mir mal den da. Also Stahl habe ich ja jetzt schon hier mehr oder weniger angefangen anzuschmeißen. Mhm. Theoretisch, praktisch sollte man doch noch ein bisschen was zu verfeuern werden. Hm? Also ich baue eigentlich direkt gegenüber von dir, ne, Kapi? Jo, alles gut.
Ich habe Angst, hier oben zu weit weg von euch zu sein. Auch wenn da die Wölfe lungern, aber es ist dann... So. Bleib mal kurz stehen, Stefan. Kurz stehen, da ist ein Wolf. Kill ihn mal bitte kurz. Ich habe keine Waffen. Muss sie erst reparieren. Danke. So. Bitte, bitte. Komm mit, nach Stein. So, warum ging der Luftballon kaputt? Na, aus Platzgründen. Oh Gott. Oh. Und wie nennt man eine Zauberin in der Wüste? Eine Sandwich online. Sandwich online. Online. Julian. Ich bin heute aus dem Töpferkurs Was? Doch. Ich bin heute aus dem Töpferkurs geflogen. Hab mich im Ton vergriffen. Oh nein. Oh nee, der ist auch gut. Oh. Oh nein, ey. Oh nein. Super, ey. Und das fing alles mit meinem Haiwitz an, ne? Finde ich gut. Wie viele Wölfe können denn in einer Ecke sein? So. Du wusstest, worauf du dich einlässt, oder? Oder? Ja, so mehr oder weniger. Was habe ich denn? Aber die sind alle an dem Platz, wo ich bauen möchte. So ungefähr. Was kann ich denn jetzt rausschmeißen? Keine Mutti. Gut. Oh, ich sollte mal trinken. Und essen. Ach, halt still! Nein! Nein. Möchte ich nicht. Warte mal, ich muss jetzt mal gucken. Ich brauche Fasern. Halt, Leute. Ich hatte mir doch eine Schmiede mit hochgenommen, oder? 10 Millionen Fasern. Wo ist meine Schmiede? Im Schrank. Nein. Stefan, wo baust du denn? Den Wasserfall hoch, ne? Ach da. Ich hab's. Wasserfall runter und dann? Super. Da wo die ganzen Wölfe sind. Ja, ich weiß, dass ich schon wieder Übergewicht habe, ich dickes Ding, ey. Oh, lass mich doch nur zu meinem Schrank kommen, bitte. Oh, der Hell. So. Gut, ich setze jetzt trotzdem erstmal meine Schmiede da irgendwo hin. So. Ich poliere dir die Fresse! Nathalie, 24, Zahnarztassistentin. Oh nein. Ja, gut. Soll sie das tun? Wenn sie das glücklich macht. Na gut. Wenn sie das glücklich macht, soll sie das tun. Stefano, ich sehe dich nicht. Du redest nicht. Nö, natürlich nicht. Ne? Das ist schön. Ich bin auf dem Weg in Süden runter, um meinen ganzen Stress zu reparieren. Und warme Klamotten zu holen. Nicht mein wegen deiner Base. Ja, da kannst du nicht ziehen, weil da noch nichts steht. Ah, okay. Das erklärt einiges. Ja. So, du kriegst jetzt hier erstmal Holz rein. Ja, Mitarbeiter wären jetzt hier gut, ne? Mhm. Werde ich auf dem Weg nach Hause eventuell auch gleich einklatschen. Und direkt mit runternehmen. Mhm. Und bei uns in die Dings reinklopfen, da können wir beim nächsten Mal wieder mit rausziehen. Ich möchte hier einen
Ich besorge uns den Zimmermann Stufe 3. Oder höher. Den brauche ich da oben einfach, das geht nicht anders. Ja, ich krieg meinen Bogen nicht repariert. Hm. Ach, da ist wieder der Teddy. Geht man da doch nicht lang. So. So. Das ist zwar jetzt etwas komisch, weil ich jetzt hier eigentlich gemeinsames LP und jetzt sind wir alles möglich, aber nie gemeinsam. Jetzt gehen wir mal gemeinsam oben, jetzt laufe ich hier runter. Ja, nu. Ja, nu. Ja. Aber hilft nichts, muss ja. Irgendwer muss dafür die Mitarbeiter sorgen, ja? Ist kein Drama. Und ich habe natürlich die warmen Klamotten vergessen, das war noch weiter geworden. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt hier habe. Einmal hier gerade durch, aber einmal außenrum. Eigentlich Kupf gekechtelt. Ich baue ganz merkwürdig hier irgendwie meine Base auf. Guck mal da drüben, was ich da mache. Irgendwie, lass mich durch. Da drüben? Was machst du denn? Ja, ich stelle jetzt erstmal alle Sachen hin, die ich. Das ist eine Fläche. Ah ja. Okay, du machst es so, dass du zuerst die Dinger platzierst. Ja, damit ich schon mal so also ein Baugedöns habe, weißt du? Das machst du sehr gut, Teil, aber ich würde es nicht so machen. Ich weiß, ich normalerweise auch nicht. Haben wir hier Zwirn? Weil wenn du jetzt die Mauern dahinter platzierst, dann ist es nicht schön bündig und so. Was Zwirn? Und sowas geht gar nicht. Naja. Aber das ist deine Sache. Ja. Das machst du schon. Habe ich die nicht? Ja. Ach doch. Hier, wo ich ungefähr hin möchte, ungefähr bin ich da, wo ich hin will. Glaube ich. Stefan, wenn du zurückkommst, könntest du en masse Fasern mit. Wir werden sehen. Jetzt muss ich erstmal einen Mitarbeiter rekrutieren, der oben Bögen reparieren kann. In sinnvoller Art und Weise, ohne dass man auch Staff braucht. Brauchst du einen Zimmermann oder einen Rüstungsmann? Zimmermann. Stelle ich denn den Mahlstein hin? Weiß ich noch nicht. Oh, ich nehme auf zu gurgeln beim Sterben. Ich sag jetzt erstmal danke fürs Zuschauen und in der nächsten Folge gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen Stein hinten rennt da. Ob wir noch ein bisschen Stein kriegen und ob wir hier dann noch mal ein paar Wände hinstellen, weil eigentlich sollte ich dringend die Wände hinstellen. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.